unfassbar enttäuscht. Peinlich auch, also wie wir da auftreten am Ende. Ja, kann man. Ich würde das Einzige, was wir jetzt daraus machen können, ist daraus lernen, dass so eine Scheiße nicht nochmal passiert. Ja, verlieren in der zweiten Halbzeit brutal den Kopf und dann geht es so aus, wie es heute ausgeht. Das Gesamtpaket auf jeden Fall. Ich finde, wir verlieren im Angriff auch so ein bisschen den Kopf. Ideenlos, kommen nicht durch, lassen uns dann von Schiedsrichterentscheidungen beeinflussen. Das darf halt nicht passieren und so gehen wir halt unter und verlieren mit plus 10 oder minus 10. Ja, also heute ist nicht gut. Einfach peinlich im Ende. Aber ich finde, wir fangen an gut in Abwehr. Wir decken gut in der ersten Halbzeit, aber zu viele technische Fehler und Schüsse von 9 Meter hat die bitter einfach gehalten. Und zweite war einfach schlecht. Gewinne keinen Zweikampf, decke nicht gut. So das muss mit Bucke wieder und machen etwas. Ja, extrem ernüchternd. Also ich finde, erste Halbzeit sind wir nicht so viel schlechter, machen einfach im Angriff zu viele Fehler, kriegen 6-1-0-Konter. Decken es im 6 gegen 6 nicht schlecht, haben da Ballgewinne oder kriegen den Abpraller dann nicht. Von daher minus 4, okay, aber schon mit dem Gefühl in die Pause gegangen, dass wenn wir sie ins 6 gegen 6 kriegen, dass wir eine Chance haben, das Spiel zu drehen. Ja, und zweite Halbzeit fallen wir auseinander, das darf uns nicht passieren. Das ist wirklich sehr, sehr enttäuschende Vorstellung dann in der zweiten Halbzeit. Hören auch auf, Abwehr zu spielen, kommen nicht mehr zurück, machen vorne Fehler. Von daher, ja, wirklich nicht das, was wir uns vorgestellt haben und müssen wir schnell analysieren und dann schleunigst besser machen. Ja, aber dafür verlieren wir die Zweikämpfe, die wir in der ersten Halbzeit nicht verloren haben und Lassen kommt auf einmal ins Spiel. Den stärksten Spieler der Hamburger, die ersten 4 Spieltage, den haben wir erste Halbzeit gut kontrolliert und kriegen dann da auch im Positionsangriff zu einfache Tore, das meine ich mit, wir fallen ein bisschen auseinander, machen auch das dann nicht mehr gut, was wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben und von daher, ja, sehr, sehr verdiente Niederlage, sehr, sehr enttäuschend. Ja, und ich hoffe, dass wir zu Hause mit einem anderen Gesicht jetzt demnächst auftreten.